In unserer Religion ist alles Alhamdulillah fehlerlos und es gibt keine Fehler in unserer Religion, weil unsere Religion ist herabgesandt worden von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wäre dieser Koran von jemand anderen außer von Allah, so würden sie viele Fehler darin finden. Und wir haben das gesehen. Gibt es in der Bibel Fehler? Ja oder nein? Es gibt eine Menge Fehler. Warum gibt es Fehler da drin? Ist die Bibel von Allah? Ursprünglich? Ursprünglich ja. Es ist das Wort Allahs. Aber daraufhin wurde diese Bibel geändert von wem? Von Menschen. Was ist passiert, nachdem Menschen es geändert haben? Es kam automatisch zu Fehlern. Deswegen sagt Allah azza wa jalla, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, wäre dieser Koran von jemand anderen außer von Allah, dann würden sie viele Fehler darin finden. So wie wir es in der Bibel vorfinden, so wie wir es in der Taurat vorfinden. Diese Bücher sind voll mit Fehlern. Außer der Koran, weil er einzig und alleine von Allah azza wa jalla ist und weil niemand, der ein Mensch ist, es wagen konnte, diesen Koran zu ändern, ist der Koran so geblieben, wie er schon damals herabgesandt wurde. Und das ist der Stolz von einem jeden Muslim. Wenn du im Koran liest, wallahi, du weißt, es sind die Wörter von Allah azza wa jal. Du brauchst dir, um keinen einzigen Buchstaben einen Gedanken zu machen. Aber wenn du etwas liest und nicht genau gewiss bist, ob dieses von Allah oder von jemand anderem ist, Subhanallah, wie soll dein Herz hier rufen? Möge Allah Azza wa Jalla uns mit dem Koran zufrieden machen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unser Herz an den Koran hängen. Allahumma Amin.